Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Tail, nachdem wir in den Katakomben tiefer hineingegangen sind und Sachen über den Sohn der Glutasche rausgefunden haben. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Hier wurde an ihn rumexperimentiert. Das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Hier wurde an ihn rumexperimentiert die ganze Zeit. Dieser... Oh, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel. Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Was haben Sie in diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Hugo, hast du was gefunden? Dieser Tisch. Da lag er drauf. Warte, ich komme. Lea... Nein, was zur Hölle? Hey, leiser. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia? Wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Sag ja, dass sie da rumexperimentiert haben mit ihm. Also ich denke, dass es halt wirklich so ist, wie ich es vermutet habe. Dass es jetzt der Graf und die Gräfin halt eine Sekte sind. Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Aelia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm... Sie kommen. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Das Wasser? Oh, Leute.
Verdorbenes Wasser, besiegle unsere Entschlossenheit. Um bei dir zu sein, Tag und Nacht. Ich fühle deine Krankheit. Ich teile deinen Schmerz. Wir beschützen dich. Wir kümmern uns um dich. Ich bin der Vater, der auf dich wartet. Ich bin die Mutter, die auf dich wartet. Komm zu uns, wenn du bereit bist. Wir sind es. Hallo? Bewegen! Danke! Schon, wir stehen jetzt ewig in der Kante rum. Leute. Jetzt steht die da unten rum. Dass sie uns nicht sehen. Wie können sie in dem Wasser stehen? Sie begehren dieses Kind so sehr. Schade, dass sie sich so irren. Wie ich. Sie wissen noch nicht, dass sie sich irren. Sie werden traurig sein. Hugo, das, wovon du geträumt hast, gibt es wirklich. Du wusstest nur nicht, was es bedeutet. Doch, dass alles einfach wird und schön. Das heißt nicht, dass es nicht besser wird. Bist du sicher? Dein Traum hat uns eine andere Wahrheit gezeigt. Wir können sie nutzen, um alles zu verändern. Mag sein. Wir sind fast da. Ihr hättet meinen Traum gesehen. Erst war er gruselig, aber dann kamen die Blumen. Erzähl uns mehr davon, bitte. Der Baum roch so gut. Seine Äste waren wie Haare. Er sah freundlich aus. Was noch? Das Wasser fühlte sich an, als bekäme es alles sauber. Nicht wie das hier. Wie schön, Hugo. Verdammt schön. Wir sind da. Das war... Verbring mal eine Woche mit meiner Crew, erst dann weißt du, was Gestank bedeutet. Das eben reicht mir. Suchen wir diese Festung. Hugo? Da war keine Festung in meinem Traum. Mag sein, aber dein Traum hat uns hierher gebracht. Was wir nun alles wissen... Fehlt uns nur noch der Rest. Willst du nicht wissen, was mit Elia geschehen ist? Und mit deinen Vorfahren? Alles wird gut werden. Ich denke, Hugo hat Vermutungen. Können wir diese Stinkekleider ausziehen? Ja, das sollten wir. Also ich denke hart, dass Hugo schon Vermutungen hat. Kapitel 10. Blutlinie. Na bitte. Als wäre nichts passiert. Wir sind gut. Und du bist das listigste Kind, das ich jemals traf. Nun, du hast von keiner Festung geträumt. Also suchen wir den runden Turm, okay? Na gut. Und vielleicht wurde die Insel ja noch schöner geschmückt. So, finde den runden Turm. Das war also... Ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir.
Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Meine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich zu meinem Vater. Wir müssen aufpassen. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Hugo hat schon recht. Du weißt nicht, was noch passieren kann. So, wir haben uns jetzt aber hier erstmal schon mal da weggeschlichen. Das ist schon mal vorteilhaft. Weil bei den kranken Sektenführern weiß man nie. Und ich weiß auch nicht, ob die instant zurück zum Schloss kommen. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Ob die irgendwo Dings haben, ob die irgendwo einen Durchgang haben zum Schluss. Gesegnet sei der Sohn, gesegnet sei die Mutter und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an, die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich wäre so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Das da drüben ist unser Turm, stimmt's? Naja, zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Wir sind fast da. Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein! Los! Ja! Bleib in Sicht! Ja! Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber ihr jagt Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen. Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Ja, das ist halt die Sache, die ich auch meine, ne? Alles nicht gut enden. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Mal ein bisschen Stuff wieder. Hier geht's runter. Ja. Ja, schön, dass es da runter geht, aber ich glaube, wir sollten nicht runter. Ich glaube, wir sollten hoch, oder? Oh. Lass mal schauen. Kletter zuerst. Aha. Mir nach. Geht nur runter. Geht nur wieder runter. Alles voll.
Vorsicht, es geht runter. Gut, gut. Ja, dann gehen wir mal hier hinten nochmal raus. Soll ich da durchschießen vielleicht? Schleuder. Ah, ich weiß wo. Okay, los, ich weiß wo. Kletter. Ja. Da, ich weiß wo. Aber die hätten ruhig unten bleiben können, dass nur Amicia hochgeht halt. Alles klar. Dann war es offen. Jetzt können wir hier raus. Zack. Und können hier rein. Ma. Gehen wir? Ja, gehen wir weiter. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Die Festung sieht nicht sehr einladend aus, muss ich sagen. Sieht eher aus wie so ein Gefängnis. Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums. Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Kleines Problem hier. Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Oh. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Vielleicht mit der Armbrust? Ja. Wird es funktionieren? Hoffentlich. Oh.
Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst. Ach Gott. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht. Aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst, wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Mal gucken noch mal schnell hier hinten. Aber hier sind noch keine Ratten. Das ist schon mal was Positives. Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Ja. Welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Igitt! Danke, Sophia. Gern doch. Und dann werden sie Krabbenfutter. Eine Krabbe, zwei Krabben, drei Krabben. Schmecki-lecki. Oh, seht mal. Da ist unsere Festung. Sie ist groß. Und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt. Folgen wir weiter der Küste. Amicia, da ist Blut. Da ist Blut. Oh nein. Eine Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Ich habe ganz, ganz mieses Gefühl hier. Eieiei, Leute. Was? Genieß die Freiheit! Noch einer. Sch, leise. Was zur Hölle? Er ist über uns. Ach, der Drecksack hielt nicht still. Wir müssen den... Wer ist das? Weiß nicht. Bleib unten. Da sind noch mehr. Denn das für Freaks jetzt? Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden. Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie wie Tiere. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Okay. Ich glaube... Es war ein Fehler von dir, herzukommen. Mistkerl. Dann, würde ich mal sagen, gucken wir uns dann in der nächsten Folge wieder weiter an, wie es hier weitergeht. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen.